Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Mit haben wir den Tunesier, der uns sein Cosmo-Deck präsentiert. Kann ich loslegen, ja? Ja, klar. Er ist von Burning Abyss über auch zu Cosmo gewechselt. Ja, weil ich einfach glaube, dass das Deck besser wird. Es wird auch besser. Schauen wir mal, ne? So, jetzt erstmal zum Main Deck. Monster. Wirklich klar. Dreimal Farmgirl. Drei Goodwitch. Drei Slip Rider. Drei Forerunner. Das ist so der. Das normale in dem Deck. Ja, alle dreimal. Dann spiele ich eine stille Psy-Hexe. Ja, finde ich sehr gut. Kann verschiedene Psy-Karten holen, die man braucht. Zwei Honest. Ein Muss. Zwei Snow Ogre. Für mich eine super Karte. Ja. Braucht man auch in dem Deck. Und die Karte eigentlich überhaupt, jetzt in dem Format, 3 Max 10. Das war die Monster. Kommen wir zu dem Zauber. Ganz klar, 3 Cosmo statt. Ja, das ist die Karte im Deck. Mega gut, 3 gute Effekte. 3 Teleport, ganz wichtig für die Psy-Monster, besonders halt Panda. Dann spiele ich 3 Synthesie. Ein bei Geki. 2 Darkhold, um immer den Weg frei zu haben, um anzugreifen. Dann spiele ich 2 MST. Eigentlich auch ein Muss, weil immer gegnerische Karten stören könnten. Was man auch machen kann, ist halt seine eigene Stadt zerstören und halt dann was suchen. Ja, das könnte man auch machen. Und was ich noch eigentlich spiele als Draw, im jetzigen Format auch nicht so schlecht, ist Mitfahrgelegenheit. Gegen Burning Abyss, Necros, gegen viele Decks eigentlich wirklich sehr gut. Sag das mit dem Friedhof. Das wissen nicht viele. Ja, das ist halt das von, also wenn der Gegner eine Karte vom Deck oder vom Friedhof auf die Hand nimmt, ja, darf man dann auch eine Karte ziehen. Das wissen viele Leute nicht. Ja, also sprich, man kann es auch natürlich bei Dungeons wegmachen oder bei ja, anderen Effekten, die da kommen. Also sehr gut, also bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Die Fallen, ich spiele 4. Workforce 2. Torrential und Emptiness. Mehr Fallen braucht man eigentlich nicht. Ich mache jetzt 6. Jetzt ein extra Deck. Das bin ich für meine Institution. 2 Nodens. Ja. Ja. Die Karte. Ja. Die eigentlich jetzt auch das Meta ein bisschen verändert hat, sage ich jetzt mal, oder Decks gestärkt hat. Meine Ziele sind meistens halt immer, je nachdem, meistens sind immer jetzt die im Friedhof halt landen, wie Honest oder wie Snow Rabbit als Tuner, richtig gut. Ja. Die anderen Karten sind dann meistens immer entfernt oder auch ab und zu mal im Friedhof. Aber allein durch Snow Rabbit komme ich immer auf ein Level 7er oder mit Honest auf ein 4er Exit, also richtig vielseitig die Karte. Dann spiele ich noch einen Panzerdrachen als 5er und auch ein sehr guter Effekt in Endphase, kann ich eine Karte zerstören. Ja. Gute Option, wenn der Gegner Maxi anchaint. Zum Beispiel, ja. Da kann er nur eine Karte ziehen und ich kann nur eine Karte zerstören. Als 4er Exit spiele ich einmal Abyss Dweller. Gute Karte gegen Necros, hier Burning Abyss und so. Exitonite, ein Ami von meinem Freund Kurkan. Als 5er spiele ich Lajaris und Artefakt Durendal. Ich habe Volker Saurus rausgetan, weil ich wenig Platz habe, aber ich finde die beiden Karten eigentlich besser. Als 7er Exit spiele ich einmal Big Eye und einmal den rotäugigen Drachen. Der ist halt echt richtig gut. Du drückst den Gegner Lebenspunkte herunter. Danach, wenn du es schaffst, ihn rauszubringen, muss er für jede Karte, die er aktiviert, 500 Lebenspunkte zahlen. Und kann halt auch nicht im Kampf wieder so zerstört werden.
Als Synchro-Monster spiele ich eine Trishula als Freund. Ist jetzt nicht unmöglich herauszubringen, auch jetzt nicht so leicht, aber als Option ist immer gut. Als Achten spiele ich Fortula Achi. Die finde ich sehr gut, allein wegen seinem Effekt, dass ich auch Lebenspunkte zurückkomme. Und dass er auch nicht gezielt werden kann, wenn ich Lebenspunkte zahle. Der ist krass. Oder Trishula. Dann spiele ich zwei neue, die jetzt rausgekommen sind. Diese neuen Psy-Hüllenlords, einmal den Achter, der Omega. Der ist sehr gut. Effekt ist wirklich gut. Dann spiele ich den Siegner. Den finde ich jetzt in meinem Deck eigentlich besser, weil ich leichter rauskriege als 7er Synchro. Und sein Effekt ist, ich kann halt ein gespecialtes Monster und ihn halt entfernen und kann halt dann sozusagen auch eigentlich mal angreifen. Dann die anderen 7er ist einmal der antike Feendrache. Richtige gute Kommen in die Kosmosstadt. Und natürlich der Black Rose Dragon. Auch gute Kommen mit Kosmosstadt. Natürlich. Das war mein extra Deck. Jetzt kommen wir zu meinem Side-Deck. Da spiele ich mein drittes MSD in diverse fallenlastige Decks. Mein drittes Snow Rabbit. Ein Feewind. Auch sehr flexibel einzusetzen, weil ja auch viele Finish-Chains rumlaufen. Gegen Shadol spiele ich zweimal Defusion und dreimal vergeltendes C. Diese Karte ist einfach, also wirklich mega. Warum die nur als Kamen rausgekommen ist, ist echt unbegreiflich. Sehr, sehr gute Karte. Gegen Necros spiele ich Dawn Lockbird. Ich habe jetzt die Karte, ich muss sagen, durch einen Kumpel bekommen als Tipp. Selbst kam sie jetzt bei mir nie, ich habe sie nie gezogen in dem Sinne, aber ich werde sie jetzt weiter testen und schauen, ob sie wirklich gut ist oder nicht. Dann zwei Mistake, auch gegen Necros und diverse Decks. Und meine Lieblings-Sideboard-Karte, jetzt mittlerweile auch sehr vielseitig, ist Debunk, weil man die auch gegen viele Decks boarden kann und sie auch eine Konterfalle ist und also beste Karte für die Sideboard. Okay. Ja, das war's von mir. Vielen Dank. Und ein Tipp von mir, holt euch Cosmo. Ich denke, das Deck wird sehr gut, noch besser. Jetzt kannst du einigermaßen mithalten, aber der nächste Support kommt dann. Okay.